Der Prinzip von der Einstimmigkeit der Steuerfrohen auf EU-Niveau ist an den Treaty verankert. Lützburg wird immer an der Einstimmigkeit festgehalten. Für einen kurzen hat den EU-Wirtschaftskommissar Herr Pierre Moscovici Vetorecht von den Staaten bei Steuerfrohen aufzuschärfen, neu an Diskussion gebracht. Der Herr Finanzminister hat festgehalten, nein, Lützburg bleibt bei seiner Position von der Einstimmigkeit. Am Tageblatt-Artikel vom 22. Januar des Jahres hat der neue Präsident von der LSAP, den Herr Franz Fayot, die Meinung oder Decision vom Herrn Finanzminister bezeichnet. Ich zitiere neu, ich halte das für falsch. Ich halte das für falsch. Die Kollegin von Deputierten am EU-Parlament von den Geringen, der hat in einem Lützburger Wortartikel sogar geschrieben, die Position von der Kommission gefiel noch nicht weit genug gehen, es müsse nach mehr weit an der Frage gehen. Dürfen wir froh und den Herr Finanzminister, ja, hat ja seine frohe Stunde und Regierung, nicht und Parteien. Alles zu seiner Zeit. Wir haut schnell mit froh und Regierung. Dürfen Herr Präsident, vielleicht den Herr Finanzminister fragen, ob seine Position, die hier noch bei uns deklariert wird, die wir auch teilen, als das persönliche Position oder als das Position von der Regierung. Und zweitens, wann das Position von der Regierung ist, gebe ich gerne wissen, ob so Aussagen von so eminenten Leuten von zwei Regierungsparteien nicht der Regierung an ihre Verhandlungen zu Brüssel schützt. Über die Initiative, die relayiert ist, sowohl vom Kommissar Moscovici wie auch von der ganzen Kommission, präsidiert von Jean-Claude Juncker, die auch eine Position verteidigt, dass man, dass die EU sollt von der Unanimität wegkommen, als Steuerfrohen für ob eine qualifizierte Majorität zu gehen. Ich meine, das sollte hier drei Erden weisen, ob die Frau einführen. Für das erste Mal, für was haben wir Unanimität als Steuerfrohen? Als Perfondateuren wusste genau, für was dass sie das am Treaty geschrieben haben, weil die Fiskalität als das Herzstück von einem Land, von seinen Ressourcen, von seinen Resetten. An dir, Deputierten, stimmt die Resetten all Jahr. So wie dort die Pense stimmt. Oder nicht? Mit dir stimmt's. An dafür ist natürlich die Fiskalität Herzstück von der Souveränität. Wie ein Land will sein Suen ausgehen, und wie viel Suen ein Land will ausgehen, für sein Land zu organisieren, als Schiedrängen wir los. An der EU haut, geht Irland 26% von seinem PIB aus am Budget. Das ist das Land, das den niedrigsten Tor hat. Das Land, das den höchsten Tor hat, das Frankreich, und das geht 56% aus von seinem PIB an seinem Budget. Was gut oder schlecht ist, das muss ein Land selber decidieren. Wir leiden als Lützburg, kann ich so und da an der Gelder mit. Und das ist ein gut Recht, für zu decidieren, wo da wir wollen stehen. Und dafür ist es gut, dass die Unanimität bestehen bleiben soll. Weil sonst als den am Ausland. Oder eine qualifizierte Majorität am Ausland, die eins sieht, wie viel man muss ausgehen oder Taxen ranholen. Der zweite Punkt, den ich will stellen, ist, für was wird die Frau gerade allein gestellt? Den Herr Moscovici, das kann ich wahrscheinlich auf einem Band zurücklauschen, hat nach vier und ein paar Wochen am ECOFIN gesagt, ich zitiere ihn dann auf Französisch, jamais l'Union européenne n'aura fait autant de progrès dans le domaine fiscal qu'au cours des trois dernières années. Chapeau, Monsieur Moscovici, je suis d'accord avec vous. Weil die Lust von den Sachen, die wir in den letzten drei, vier Jahren gemacht haben, auf europäischem Niveau, ist immens lang. Und die Mesuren, die wir geholt haben zusammen an Europa, basieren zum großen Teil nicht nur auf Initiativen von der OECD, BEPS, auf verschiedenen Initiativen von der EU. Das sind sechs
Direktiven an der Kooperation administrativ ënner anderem déi fir den Echange d'Information op de Ruingen, sprech ich jo ha keng Zeechhnungen ze meieren op wat dat zeré ze verieren ass. Am dann zwo Anti-Tax Avoidance Directive, dat is zwo Direktiven posend op Initiative vun der OCDE, wo d'EU Pionéier ass. Vier Steueroptimisationsbekämpfung ze meieren, fir Besteuerungsbasis, wie Brezemann, wir haben hier an diesem Haus am Dezember mit 51 Stimmen ad hat ein zu summen gestimmt. Für dann hinzugehen und zu sehen, dass die Unanimität Europa drohen hindert, für vielen zu kommen an Europa, als wir von den Feen verneint. Schon nur ganz konkretes Beispiel, weil das ganz wichtig ist, das Digitaltaxierung, Digital Service Tax, die im Moment an die Diskussion ist an Europa. Ja, da sind wir noch nicht gerade so weit. Ich kann nicht so, es liegt nicht in Lützebüsch, wenn wir da keinen Konsens finden. Wir hatten 4.06 am 9. Mai alle Menschen auf aufmerksam gemacht, weil es technische Schwierigkeiten das Matze springt, die digitale Taxierung vom Chiffre d'affaires, nicht vom Profit. Viele Länder haben uns da noch gelauscht, haben noch gesagt, das wäre ein richtiger Punkt. Aber wir haben als Lützebüsch auf Manns gesagt, wir können alle Limite damit leben, wenn das eine provisorische Lösung ist, die in der Zeit begrenzt das. Weil worum es geht, das ist, dass wir an der ganzen EU, an ganzer OCDE Lesungen durchfanden, das heißt Level Playing Field. Also Lützebüsch kann in keinen Umständen akkusiert gehen, dass wir nicht proaktiv matt geschafft haben, und auch in der Zukunft wollen proaktiv matt schaffen, aber dafür brauchen wir die Unanimität nicht aufzuschärfen. Mein dritter Punkt ist, beim Timing von Herrn Moscovici versteht ihr natürlich direkt, dass er ob der Europawahlen hinguckt, und das sei ganz gut recht. Aber dadurch, dass er die heutigen Propositionen möchte, dreift die Länder auseinander. Wir sind auch im Moment an einer Phase, wo wir gerne die Länder mit anti-europäischen Ideen mal daran ziehen. Positiv. Das heißt, als eine Idee, die dreift die Länder alle guten auseinander. Und das braucht Europa an diesem Moment nicht. Und da will ich zum Schluss noch sagen, wir haben dem Herrn, als Regierung dem Herrn Moscovici geschrieben, für sein Eisbedenken zu sagen. Ich bin noch froh, dass zu sehen, dass die Union des Entreprises Luxembourgeois und Chambre de Commerce hier bedenken, auch und den Herrn Moscovici brüst tun, Lützeburg ist ein Ball, Eis geht es darum, Europa weiterzutreiben, an zwar zu summen und einen Strang zu ziehen, Subsidiarität nicht auf vorzustellen, an den Esprit von den Perfondateur zu respektieren.